Hallihallo und willkommen zurück zu Dark Cloud mit mir, dem Leviathan 2. Ja, letztes Mal waren wir im Mondkrater, haben noch Teile eingesammelt, wie man es halt so haben möchte, haben uns noch den Roboter schön angestellt, dass ich glaube ja immer noch, dass es ein Roboter wird, aber im Moment gibt es da glaube ich auch weniger Zweifel dazu, weil Hände und einen Fuß haben wir ja schon und dass er sich wahrscheinlich als Kopf bezeichnen würde. Wie auch immer, wir gehen weiter zum Mondmeer. Noch mehr Teile einsammeln. Und hier gibt's nichts für uns zu tun. Okay. Also nichts für uns zu tun. Vielleicht ist es ein Charakter only. Oder es ist irgendein Zwischenboss oder sowas. Hä? Was ist passiert? Oh, genau. Der Rumpf ist beim Testflug auseinandergebrochen. Mist, was ist da bloß schiefgegangen? Theoretisch war alles perfekt. Und dann sah ich ein Teil, das sich in einen komischen Ball verwandelt hat. Oder habe ich das geträumt? Oh, und wer bist du? Schon in Ordnung, machen wir uns auf den Weg. Ja, genau, das ist mein Gesichtsausdruck. Okay. Sieht aus wie vom Blue Terra. Ah, sie sieht aus wie vom Blue Terra. Warum bist du hier? Jin? Ach, das! Ich habe es durch das große Teleskop gesehen. Das ist nichts Schlimmes. Muss nur schlecht stehen um Blue Terra, wenn sowas Probleme macht. Was? Es versiegeln? Du machst wohl Witze. Versiegeln? Das ist deine tote Kunst. Kein Gelbstein beherrscht das Versiegeln so richtig. Das ist doch, wenn man etwas in eine Urne steckt oder so. Das ist unmöglich. Ein Reiskocher funktioniert auch. Warte! Ich meine nur, dass die Siegeltechnik sehr schwierig ist. Es muss auch anders gehen. Wir hauen den Gegner einfach um. Keine Angst, ich kümmere mich drum. Verlass dich auf mich. Hier ist der Plan. Ich baue gerade einen sogenannten Sonnenriesen. Roboter! Das ist die Krönung der Gelbsteiner Technik. Naja, man könnte sagen, dass es ein riesiger Golem ist. Der Sonnenriese schlägt Jin mit links. Leider ist dieser Sonnenriese beim letzten Test weggelaufen und dann auseinandergefallen. Wir können den Sonnenriesen nicht mit genügend Energie versorgen. Um den Sonnenriesen zu vollenden, brauchen wir eine Sonnenkugel. Die Sonnenkugel gehört zu den mächtigsten aller Zaubersteine. Wenn wir sie einsetzen, funktioniert der Sonnenriese am besten. Sie wurde als Preis für einen Wettkampf im Kolosseum ausgesetzt. Wir würden sie kriegen, wenn du den Wettkampf gewinnst. Das ist leicht gesagt, aber um dort zu gewinnen, bedarf es harter Arbeit. Also, wir sollten uns verbünden. Ja komm, warum nicht Osmund?
Hallo Osmond. Osmond ist jetzt ein Gefährte. Du bist merkwürdig. Aber cool. Ich bin immer für neue Leute. Kann ich hier einkaufen? Wenn ich gerade schon mal hier im Laden stehe. Der Schakal gehört wahrscheinlich dann dem Osmond. Habe ich die Schnecke schon? Ich glaube nicht. Aber ich habe das Geld für sie, also kaufe ich sie auch. Auch wenn ich sie nicht brauche. Dann hier noch Expresskauf. Okay. Naja, dann ist schon Kasse. Ach, wartet, genau. Darfst du haben. So, dann können wir ja gleich nochmal noch ausprobieren, wie sich der Osmond zu spielen lässt. Ist aber auch, dass wir wieder... Ah, ich habe schon gedacht, die Musik kommt nicht mehr. Dass wir jetzt erst wieder hinlaufen müssen. So, ab in die Kanone mit mir. Kaboom. Und wir landen... Jetzt bin ich... Müssen wir wieder dort, wo der Osmond lag? Wahrscheinlich. Ja, Krater 8. So, jetzt aber gleich zuerst mal noch Gegenstand. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, dass wir hier ja noch die Kürbisflasche extra für den Osmond haben. Wir wussten damals noch nicht, dass es der Osmond ist, aber wir haben sie extra für ihn. Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr, was wir ihm einfach so geben können. Dann schauen wir doch mal, Osmond. Nee, ja gut, die Defensive ist okay, Leben sind ein bisschen schwach. Natürlich kriegt er schnell Durst und... Ach, wie süß. Und mit den Waffen ist es natürlich entweder ein MG, ein Schakal oder eine Schnecke. Die Schnecke scheint am meisten Angriff zu haben, aber der Schakal ist das, was hier... Keine Ahnung. Das ist lustig. Was macht denn die Schnecke? Ich möchte zuerst meinen Charakter ein bisschen sehen, bevor ich da... Eine Laserkanone. Das ist auch so. Okay, ich gehe dann mal mit dem Schakal. In der Hoffnung, dass es der am meisten bringt. Kann ich da einfach rüberfliegen? Ja, kann ich. Aber ich habe hier gar keine... Ah, okay, ich brauche gar keine. Kein Schwarzpulver. Adios, Osmond. Wenigstens haben wir für dich gerade schon gute Waffen. Also gute Waffen, das stellt sich dann noch heraus. Ob es gute Waffen sind, aber ich habe immerhin Waffen für ihn. Okay, wieder so eine schneller Durstig-Ebene. Was ich jetzt noch nachschauen will hier ist, wenn ich sie verbessern möchte... Dann brauche ich Angriff, alles, alle Magie und hier nichts. Okay, viel Magie und Haltbarkeit und alles. Dann bearbeiten, da kannst du haben... Keine Ahnung. Gehen wir mal mit dem Eis. Und Angriffskraft plus 3 habe ich, glaube ich, auch noch bekommen. Die kriegst du auch. Ah, und wieder der Lag. Naja. Mal schauen, jetzt kann man ja wieder den Ost... Oh. Es ist schön, dass es hier gerade eine Quelle gibt. Und das hier bringt... Ah, okay. Es ist nicht schlecht. Bestes Wasser. Und es ist auch nicht schlecht. Hier haben wir die Kanone und hier haben wir...
Ach so. Das ist so eine Waffe. Und wir haben schon das Schwarzpulver gefunden. Das ging schnell. Hier bräuchte es eine Kurbel wahrscheinlich. Ja, habe ich aber noch nicht. Ja, dann doch wieder aus dem einfachen Wasserspargründen. Das eigentlich müsste ich gleich alle hier noch reinlassen. Ich glaube, die haben so gut wie alle haben ein bisschen Wasserprobleme. Außer Uganga, den lasse ich nicht zu Wort kommen. So. Und Durst hier behandeln. Gut. Ah, die sind lieb mit dem Leben hier. In Form von Quellen. Ach komm, bitte nicht. Kein Lag. Da fällt mir gerade ein, ich habe ja... Ich müsste das Attribut einstellen von ihm. Macht er vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden. Oh, ja. Bitte nicht mit Lag. Der Meme-König schlägt da recht... Ist irgendwie schön im Nachteil hier. Ich genieße es. Schnell noch Wunden heilen und dann weiter. Auf mit dem Lag. Hier ist dann wieder Oz. Osmond-Tai. Ja, das war fies. Und er hat keinen. Auf mit dem blöden Schild. Oh, viele Kisten. Tasche ist voll. Das ist ja mal schlecht. Dann lass doch das Schild unten. Yay, Aufnahme voll. Gleich aufrüsten. Habe ich genug Wind jetzt? Immer noch nicht, hä? Dann... Noch mehr Wind. Habe ich noch mehr Wind? Ich habe keinen Wind mehr. Aber ich glaube, ich brauche auch den Dino-Ton noch. Sollten sie noch tot kriegen. Und tada. So, aber meine Tasche ist voll. Da kenne ich aber einen guten Weg, das zu beheben. Bitte etwas Nützliches. Das habe ich damit nicht gemeint. Gegenstand. Gib Ruby ein bisschen Wasser. Hier etwas Nützliches? Eine Kurbel vielleicht? Ja, ist klar. Ein Gegenstand. Ich weiß, ich kann das Bravery Launch teuer verkaufen, deshalb möchte ich es eigentlich nicht wegwerfen. Aber ich brauche die Bananen nicht. Ah, und da haben wir den Griff. Dann schnell zu Osmond. Naja. Ist nur schnell für auf den Weg. Dann können wir hier eigentlich auch den Hauptcharakter nehmen. Schnell noch die beiden Atlasse öffnen. Eine Urne.
Rock. Okay. Hier noch schnell den Osmond. Die Ruby drin werden lassen. Ich muss dich nicht besiegen, aber weil ich es kann, werde ich es tun. Und wir kriegen die Karte. Toll. Ja, dann müsste das andere eigentlich noch... Die andere Kiste müsste dann noch ein heiliger Kristall sein. So. Ah, dann interessieren wir uns in dem Sinne nur noch für die Atlasse. Noch eine Urne. Oh ja, mit den Dingern lege ich mich gar nicht erst an mit einem Nahkämpfer. Die sind komisch. Amuleo, keine Ahnung. Vielleicht ist das der Typ mit der Brille, den ich brauche. So, dann hier den Griff. Und noch eine Urne. Wie viele Urnen brauche ich? Schildkrötenpanzer. Das wäre dann wahrscheinlich für einen anderen Fuß, den ich noch nicht habe. Gut. Dann, ja. Da setzen wir wieder unser Schwarzpulver ein. Hier. Kanone abfeuern. Und ab in nach Gelbstein. Wieder den Roboter ein bisschen zusammenbauen. Den Sonnenriesen. Und dann quasi den Part beenden. Klingt nach einem Plan. Teams habe ich ja noch genug. Von allem so viel, dass ich schon kaum mehr aufnehmen kann. Ich habe zu viele Bananen. Naja, wenn irgendwann ein Affengegner kommt, dann werfe ich ihm alle Bananen an. Dann lässt er mich in Ruhe. So. Also, was können wir jetzt noch bauen? Ruhig und komisch. Bist du der Typ mit der Brille? Dankeschön. Fehlen mir noch hier das zum Sehen benötigt, die Augen oder was auch immer. Rock und Schildkrötenpanzer und Urne und Urne und Urne. Egal, die wäre hier das Ereignis, genau. War das das Ereignis? Also ich meine, ich bin froh ums Hexenparfait, aber war das das Ereignis? Was zum Teufel? Gib mir die. Oh, Paradiesfrucht. Haltbarkeit plus 1. Donner. Also gut, schnell noch die Themes verwenden. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich. Gegenstände. Paradiesfrucht, eindeutig für den Osmond. Und das Hexenparfait für Ruby. Was? Wie soll der Riese aussehen? Hä? Hallo? Sind die Monster schlimm? Was ist mit dem Typen los? Naja, wie auch immer.
Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part auch wieder mit ein. Ich sehe eine Kiste. Fischgebäck. Nein, nein. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.